So, da sind wir wieder bei Let's Play Tomb Raider 2 und jetzt weiter geht's hier weiter im Gang. Ich meine, hier kommen jetzt. Nein? Ah, gut. Ich dachte, da kommt was, das ich schnell holen muss und zack. Schnell laufen. Hm, gut. Also nicht. Nur hangeln. Weil sonst werden wir von fliegenden CD-Scheiben an dem Messer sind das. getroffen. No, no, no. Ach Gott, komm. Hangeln dauert immer so ewig. Zack. So. Laufen. Heb's auf. Und hoch da. Hoch. Ja. Oder auch nicht. Ich sollte kurz nach den Messern speichern. Ich nehme einfach mal den brutalen Weg. Zack. Ne, hier leckt es immer ein bisschen. Zack. Ah ne, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut, jetzt habe ich keine Zeit, das aufzuheben. Und zack. Und zack. Und zack. Nein, nein! Na komm, bring mich um. Ich wollte den Drachen aufheben. Ich nehme mal lieber den oberen nochmal. Zack. Und hange mich hier nochmal lang. Zack. Und speichere dann nochmal. Ich hasse diese Passage. Trotzdem im Core-Design die besseren Entwickler von Tomb Raider bis jetzt. Ich weiß nicht, wie das neue Tomb Raider werden wird, was nächstes Jahr rauskommt. Das könnte mich vielleicht noch überzeugen, dass Crystal Dynamics es doch drauf hat, aber Legend Underworld, vergiss es. Vergiss es einfach. Age of Darkness finde ich sogar noch gut. Es ist ja nur voller Bugs. Oder die schon durch ein Patch oder so behoben worden, weil Eidos unbedingt meinte, es müsste dann und dann fertig werden. Wow, ich habe den Punkt getroffen, wo ich nicht von Stacheln getroffen werden. Das ist gut. Ja, Eidos wollte unbedingt, dass das Spiel fertig wird und Core hätte noch ein bisschen gebraucht. Nimm den Drachen und lauf, lauf! Ja, es ist ziemlich nervig. So. Jetzt hätten wir den Part geschafft. So. Da habt ihr auch gesehen, dass das die große Mauer heißt? Das Medipack kann ich mir, glaube ich, auch nehmen, ohne getroffen zu werden. Ja.
Und dann werde ich getroffen, wenn ich loslaufe. Na toll. Jeder, der das Spiel nicht kennt, würde oder sich nicht bewusst ist, dass es hier unten, beziehungsweise der sich nicht umguckt, der würde jetzt da ranspringen und wusch nach unten zum Ziel. Aber Tomb Raider Cracks erkunden ja immer alles und wissen, dass hier was ist. Da kommt man doch irgendwie hoch. Bin ich mir ziemlich sicher. Hä? Musste ich dann doch nach unten fallen? Gut, auf jeden Fall wissen Tomb Raider Cracks, dass hier unten was ist. Wenn sie sich alles angucken. Da. Achso, Medipack nochmal holen. Zack. Spinnen töten. Und den Weg nach unten suchen. Das war aber nicht die einzige. So. Dann speichere ich hier nochmal. Ja, ich bin Speicherfreak, was das eigentlich angeht. Dann musste man hier anscheinend hier nach unten. Nein? Ein schöner Schrei. Wo ging es da nach unten? Das weiß ich. Spinnen. Ist hier nach unten? Aha. Nein. Auch noch nicht so ganz. Yay. hä? Ich sag ja, das Spiel ist so zur Hälfte blind. Na toll. Jetzt bin ich echt überfragt. Ich weiß, dass da unten was ist, aber hinkommen? Ach, darauf kann man stehen. Gut, ich habe nichts gesagt. Und hangeln. Bis man da reinklettern kann. Weil es gibt in jedem Level drei Drachen, einen aus Jade, einen aus Gold und einen aus... Ich glaube, der ist nur aus Stein, der eine. Ja, das sind diese Secrets hier. Wenn man alle findet... Ich glaube, ich habe eh schon einen übersehen. Dann kriegt man beim letzten Munition und eine Waffe oder so ähnlich. Zack. Ich weiß gar nicht, muss ich nach oben oder nach unten? Ich denke nach unten. Cheating-Methode FTW. Zack. Mal kurz speichern. Zack. Tote? Noch mehr Tote? Ein T-Rex! Der T-Rex ist in den ersten drei Teilen vertreten. Um das mal so zu sagen. Und ich bin down. Es ist echt Tatsache, dass der vertreten ist. In den ersten drei Teilen. Das ist ein Markenzeichen von Core, würde ich behaupten, gewesen in den ersten drei Teilen.
Geh doch down. Ja, down. So. Warum blendet es das da oben auf? Ich hab keine Ahnung, aber... Gut, ist mir auch egal. Da hinten hätten wir nämlich den Golddrachen. Und wo war der letzte? Zack. Wo war der Steindrache? Ach, da kam noch einer? Ja, wo kam der denn her? Und wie hat der so lange hier überlebt? Ja, das ist hier die Frage. In diesem kleinen Dings ist nicht genug Platz für einen zum Überleben und der zweite kommt aus dem Nichts. Noch hier unten, bestimmt ist er von oben runtergejumpt. Hat mich gerochen und wollte mich fressen. Tadadam. Ich besieg den trotzdem mal. Yay, down. Jetzt haben wir zwei tote T-Rex. So ist das. Was? Auf hier. Ah, so. Zack. Ne, ich wollte gucken, ob da irgendwo noch eine Lücke ist. Aber dem scheint nicht so. Gut. Ja, ist ein weiter Weg nach oben. Ein sehr weiter Weg. Da kann man leider nicht so schnell abkürzen irgendwie. Als runter. Oh je, ist das ein weiter Weg. Zack. Aber jetzt mal ernsthaft, wo war der Steindrache? Ja, jetzt kommen nochmal die beiden Spinnen. Und nun können wir uns da dranhängen. Gut. Wenn man sich auch noch festhalten würde. Daran habe ich nicht gedacht. Fail. Jetzt hab ich den Dings da hinten noch nicht. Golddrachen. Scheiße. Scheiße, verdammte. Laufen. Laufen. Stirb. 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 Oh je. Ah, down. Und ich dachte, ich schließe das Level noch ab. Gut, mache ich auch noch. Ich speichere hier trotzdem mal. So. Zack. Ich höre den schon. Zack. Stirb. Kipp um. So. Jetzt darf ich nochmal nach oben klettern.
Oh je. Zack. Oh je. Ja, sie hält sich an der letzten Sprosse fest. Ah. Und nach oben. Den endlangen Weg. Und Schwarzbild. Best Bild ever. Es ist so dunkel, man sieht gar nichts. Ja, Licht. So, ein weiter Weg nach oben. Zack. Ah, komm, runter hier. Pistolen nehmen. Spinne aufscheuchen. Gut, jetzt aber mit festhalten. Darüber. Ach, da war ein Tiger. Ah. Der hätte ja keine Chance. Noch ein Tiger. Wow. Zack. Das Lustigste ist hier, man könnte Lara jetzt brennen lassen und in die Cutscene laufen. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbund. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Zeit. Dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Wenn sie also nicht auch Treue schwören. Und wem gegenüber wäre die? Auf die Sünden und Reichtümer von Marco Bartoli. Bringt er sich erstmal selbst um. Vielleicht warte ich damit noch. Aha, Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venedig. Ja, nur zwei gefundene Geheimnisse. Wie der Ton da rumgespackt hat am Ende. Gut, hier wären wir dann in Venedig und hier geht's beim nächsten Mal weiter. Speichern und bis zum nächsten Mal. Ich bin MK Indiana Jones.